Hallo, ihr Lieben. Ich bin wieder da. Es tut mir leid, ich war eine Woche lang nicht da. Ich hatte einfach keine Zeit. Zu viel Arbeit, zu wenig Zeit, zu wenig Schlaf. Aber jetzt habe ich ein Video für euch. Es handelt sich heute mal nicht um Diamond Painting, sondern um etwas anderes. Der Karton ist sehr groß, deswegen seht ihr gerade gar nicht, wie ich hier auf der Seite aufschneide. Moment. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe es vermisst, mal wieder ein Video zu machen. Und ich kann euch sagen, demnächst gibt es wieder mehr Videos. So, aber jetzt sind wir erstmal hier. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Und wie ihr seht, ist es mit Amazon geliefert worden. Moment, ich darf nicht hier ans Stativ kommen. Zack, zack, zack. Ihr seht schon was Buntes. Also der Karton ist relativ groß, größer als das, was drin ist. Tada! Ja, ich habe mir das ausgesucht für mein Patenkind. Die liebt solche Sachen. Und ich bin gespannt, wenn wir das jetzt auspacken. Und zwar, mal kurz kuscheln, immer kuschel, kuschel. Wir haben, das finde ich super, ich sag mal ein Toolkit, um hier die Schrauben von diesem Skateboard festzuziehen. Finde ich sehr gut. Und natürlich haben wir eine Anleitung. Und ihr seht schon die Besonderheit an diesem Skateboard. Die leuchtenden Räder. Ja, ihr habt hier Vorsichtsmaßnahmen, Erklärung zum Produkt. Hier nochmal, wie ihr damit umgehen sollt, was ihr machen könnt, um es zu warten. Die Produktparameter. Super. Also alles, was ihr wissen müsst, steht drin. Und dann schauen wir uns mal die Vorderseite an. Wow. Wow, Leute, ich bin. Ist das cool? Wie cool ist das denn bitte? Also ich finde das ziemlich geil. Das ist ein kleines Skateboard für Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene können es benutzen. Und ich fand es mal was anderes. Aber wir gucken uns jetzt mal das Highlight an, die Reifen. Gucken. Könnt ihr das sehen? Ich sehe, dass es leuchtet. Wartet mal, ich mache mal hier das Licht aus. Wir machen mal ein bisschen romantische Stimmung. Also ich würde sagen, wenn es gefahren wird, leuchtet es natürlich mehr. Vielleicht auch, wenn es ein bisschen dunkler ist. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Ich mache mal wieder das Licht an. Also ich bin begeistert. Ich bin auch gespannt, was mein Patenkind zu diesem coolen Teil sagen wird. Es ist super verarbeitet. So auf den ersten Blick. Hier ist auch nichts locker. Richtig cool. Es fühlt sich auch total hochwertig an. Es ist dick hier oben. Und ja, vielleicht gibt es im Anschluss zu diesem Video, was ich daran hinten anschneiden werde, wie mein Patenkind damit fährt. Ich weiß es aber doch nicht. Werdet ihr dann sehen?
Und was ich natürlich nicht vergessen darf, ist, habe ich ganz vergessen, dass ich einen 10% Rabattlink für euch habe, wenn ihr auf den draufklickt und was bestellen wollt. Ihr gelangt direkt auf die Seite von K400 und erhaltet dann 10% Rabatt, wenn ihr was bestellen möchtet. Wie immer ist es natürlich verlinkt in der Videobeschreibung. Alles andere, was ihr wissen müsst, natürlich auch. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es heute mal nicht um Diamond Painting gegangen ist. Und ich verspreche euch, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder, ihr Süßen. Ich, wie immer, schicke euch ganz viel Liebe. Ich hab euch lieb. Bis dann. Tschüss.